Hallo Leute, willkommen zu Planet Nummer 3, Episode 3 meiner zweiten Factorio-Serie. Warptorio, um genau zu sein. Und letztes Mal mussten wir Hals über Kopf verschwinden, denn bereits nach 15 Minuten kamen unerwünschte Gäste. Ich hoffe, auf diesem Planeten ist ein bisschen besser. Wir werden sehen. Oberste Priorität hat wie immer die Forschung. Die veranstalten wir hier unten. Wir müssen schauen, dass da was weitergeht. Und dann Munition. Kupfer habe ich noch, darum gehe ich nicht gleich darüber, um Kupfer abzubauen. Ich brauche Kupfer für die Fläschchen, aber wie ihr sehen könnt, ist da einiges in der Pipeline. Somit sollten wir in der Lage sein, physikalischen Projektilschaden fertig zu forschen. Und das sollte uns gegen die Aliens helfen, denn da nehmen sie pro Schuss mehr Schaden. Wir verbrauchen weniger Munition. Hoffentlich. Packen da mal was rein. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Wir haben genügend Fläschchen hier drin, um diese Forschung abzuschließen. Und letztes Mal haben wir auch einen Turm verloren. Und ein Turm allein schafft es, eine Welle von den Angriffen zu überleben, aber er nimmt einiges an Schaden und zweite Welle ist sein Todesurteil. Zumindest so sieht's aus. Wir müssen bereit sein, schnell zu verschwinden. Heißt, unsere Dinge schnell abzubauen. Aber hier haben wir etwas mehr Wald als auf der letzten Welt.
Das heißt, das sollte uns etwas helfen mit der Umweltverschmutzung. Es hilft sicher. Die Frage ist dann mehr, wie sehr hilft es? Hilft es genügend oder ist der Effekt doch nicht so groß, wie ich mir das erhoffe? Immer schön die Eisenplatten und die Kohle einsammeln. Und schauen, dass da unten auch ordentlich Munition produziert wird. Sprich, dass wir immer Eisen drin haben. Derzeit sind die Öfen noch schneller als diese befeuerten Erzförderer. Aber das kann sich schnell ändern, wenn wir dann mal die Bergbauproduktivität forschen. Okay, Eisen ist durch. Machen wir die nächste Runde. Bisher haben sich noch keine Aliens gemolden, was gut ist. Da einiges an Kohle in der Tasche, aber das muss ich mal ablegen hier in der Kiste. Muss nicht so viel auf mir rumtragen. Natürlich machen können, ist hier auch von der anderen Seite noch Förderer ranklemmen. Okay. Das sollte uns wieder ein 100er Stack an Munition geben. Okay, wir haben bald Halbzeit. Wenn diese Zeit auf Null geht, dann müssen wir rauswarten. Sprich, zu diesem Zeitpunkt sollten wir dann alles abgebaut haben und uns wieder auf der Plattform befinden, sonst werden wir zurückgelassen. Gut.
Ich habe so das Gefühl, dass ich momentan etwas mehr Eisenplatten verbrauche für die Munition, als wir hier rausziehen. Vielleicht investieren wir etwas in zusätzliche befeuerte Förderer. Gegangen. Immer noch keine Aliens in Sicht, was mich nicht weiter stört. Hier unten. Da will einer knabbern. Der kam nicht hier hin. Denn da hätten wir ja Verteidigung. Das heißt, wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten werden wir mehr Aliens sehen. Sehen wir den doch hier. Ist das damit abgedeckt? Oh, jetzt kommen sie schon zu zweit. Finden wir das Nest und können wir das Nest beseitigen? Das ist die Frage. Kommen da durch den Wald? Von da oben. Glaube, das Nest bringe ich tot, bis die bei mir sind. Das sollte uns etwas Luft verschaffen. Zumindest von da oben. Okay. Ja, ich denke, Feuerrate. Wir müssen sicherstellen, dass wir
genügend aufgerüstet sind. Um uns gegen die Aliens wehren zu können. Wenn sie dann kommen in größerer Zahl, nicht mehr 100 Platten in der Tasche. Okay, wir haben ein paar Werkzeuge. Dann können wir hier mal reparieren und wir legen die auch gleich hier auf die Leiste. Glaube Kohle habe ich für den Moment genug. Platzieren wir doch den wieder hier auf der Plattform. Machen hier unten weiter. Leg da mal ein bisschen Vorrat an. Und sammeln wir noch den Rest ein. Das Erz füllen wir hier rein und dann warten wir auf den nächsten Planeten, was uns da erwartet. Bisher waren es alles durchschnittliche Planeten. Aber das kann sich ändern. Und wenn die Planeten allzu schlimm sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, frühzeitig zu verschwinden. Also das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.